Israel war in großen Schwierigkeiten. Sie waren aus der Gefangenschaft, aus Ägypten befreit und waren unterwegs ins verheißene Land. Aber dann kamen sie in ein Gebiet, das von anderen Völkern bewohnt, besiedelt war. Und die hatten natürlich auch schon ziemlich starke Armeen und haben sie ziemlich bedroht. Und sie haben natürlich erkannt, also Israel, das junge Volk, also gegen die werden wir kaum was ausrichten. Und da sind sie dann zu Mose gegangen und haben ihr Leid geklagt. Sie sagten da, wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Zweiter Chroniker 20, Vers 12. Wieder sehr zu empfehlen, das Ganze nachzulesen. Sehr, sehr spannend. Nun, das ist ganz gut und richtig, wenn man seine Lage richtig einschätzt, dass man dann wirklich zur richtigen Adresse geht, um Hilfe zu suchen. Unser Problem manchmal ist, dass wenn wir in Not sind, wir suchen an der falschen Stelle die Lösung. Also die sind sehr verschieden, diese falschen Stellen. Ohne jetzt wieder einen ganzen Katalog aufzunennen oder zu nennen. Es können Menschen sein. Natürlich ist es nicht verkehrt, Menschen um Rat zu fragen. Aber die Frage dann ist, ist es wirklich ein Ahitophelsrat, also ein Rat, der nicht wirklich sinnvoll und richtig ist? Oder ist es ein Rat, der von Gott gegeben wird? Ich glaube, im Lehrtext kriegen wir die Antwort, wo wir, wenn wir Rat, wirklich Rat brauchen, wo wir in erster Linie hingehen können und auch sollen. Und da heißt es, lasst uns aufsehen, ja, ihr wisst schon, lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Wird uns geraten im Hebräer Kapitel 12, Vers 2. Also bei Ratsuchen aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Was für ein Schlüssel. Ich glaube, vieles an Schwierigkeiten, an Problemen würden ganz anders ausgehen, wenn wir das befolgen würden. Also Gottes Wort lädt uns ein, dich und mich, diesen Rat zu befolgen und dann Gottes Hilfe auch zu erleben. Schön, dass du wieder dabei warst. Auch für heute wünsche ich dir wieder einen guten und auch einen schönen Tag. Es ist Shabbat.